ein bisschen winterhärter sein, aber wir haben auch ein bisschen, wir spritzen den auch nicht und dann haben wir auch leicht ein bisschen Probleme mit Blattkrankheiten, also so, dass dieser hier oben schon gelb wird, das ist eigentlich ungewöhnlich. Der ist vielleicht auch mal abgeknackt. So, und dann, wie gesagt, und dann ist das so, dass wir dann, das geht dann so nur im Januar, Februar, März so los, dass wir dann auch die Kohlstrunken mit dafür Kohlfahrten als Dekoration auf dem Tisch oder der Kohlkönig kriegt einen Strunk in der Hand. Wir haben auch immer ein paar Kohlstrunken, die gehen nach Berlin mit hin zum Oldenburger Grünkohlessen. Das ist immer die Landesvertretung Niedersachsen macht das, das machen wir schon seit 20 Jahren. Davon habe ich gelesen, genau. Ja. Das ist ja wirklich bundesweit bekannt, ja. Und ja, also so läuft das mit dem Kohl. Das ist jetzt, man erntet dann nicht die Mengen, als wenn man die jetzt im September komplett ernten würde. Das ist also so im Südoldenburgischen so, dass die dann hektarweise dann die ganzen Kohlstrunken in Häcksler schmeißen, sage ich mal so. Oder so grob nur abreißen und diese Köpfe kommen da komplett rein in den Kohl. Aber praktisch in die Ernte mit rein. Aber hier ist das so, dass wir das immer nach und nach rupfen, immer wieder rausfahren und so zu abrupfen. Aber dadurch, von Hand abrupfen? Ja, das macht meine Kollegin da ja auch, also Mitarbeiterin, die ist da hinten jetzt gerade am Rupfen. Da gehe ich gleich nochmal hin. Nächsten Tag. Ja, die macht das aber nicht so gern, dass sie mit auf Ach so, okay, Foto dann kommt. Mache ich nur den Trecker von Weitem. Ja, also das, ja, so läuft das praktisch mit der Kohlernte. Das meiste ist jetzt schon, wir sind da schon zweimal durchgelaufen, sieht man ja auch so an den langen Kohlstrunken, dass da auch schon was abgelaufen ist. Thank you.